Herzogin Meghan stürzt in der Beliebtheitsskala der britischen Royals stetig nach unten. Seit Jahren schon hält sich ihr Ansehen in Grenzen. Spätestens seit dem umstrittenen Enthüllungsinterview von ihr und ihrem Mann Prinz Harry bei Oprah Winfrey ist sie bei vielen Menschen unten durch. Besonders innerhalb des Vereinigten Königreichs muss sie viel Kritik einstecken. Dies verdeutlichte die Berichterstattung rund um den Tod von Queen Elizabeth einmal mehr. Doch nun will die Herzogin von Sussex ihr Ansehen retten. Dafür geht die 41-Jährige jetzt einen drastischen Schritt und beendet dafür sogar eine langjährige Beziehung, wie Daily Mail berichtet. Beliebtheit von Meghan lässt zu wünschen übrig. Für ihre neue Strategie trennt sich Meghan nun von einem Partner, mit dem sie jahrelang zusammenarbeitete, die PR-Agentur Sunshine Saxe. Was zunächst harmlos klingt, muss Meghan äußerst schwer gefallen sein. Schließlich pflegt die Herzogin eine gute Freundschaft zur Seniorpartnerin Kelly Thomas Morgan. Und die Sussexes waren mit Sunshine Saxe schon lange eng verbunden. Zusammengearbeitet haben Meghan und die Agentur sogar schon bei ihren ersten Schauspielerfolgen in der Serie Suits im Jahr 2011. Auch ihre ersten wichtigen Kontakte nach dem Umzug in die USA konnten Meghan und Harry über Kelly Morgan schließen. Die Agentur begleitete das Paar nach der Hochzeit auf vielen öffentlichen Auftritten und etwa bei der Afrika-Tour im Jahr 2019. Große Sache, Meghan trennt sich endgültig. Doch trotz der Agentur steht es um die Beliebtheit von Meghan bescheiden. Egal, was die Schauspielerin macht, sie wird von der Öffentlichkeit regelrecht zerpflückt. Grund genug für die Herzogin, nun einen Schlussstrich zu ziehen. Trotz der engen Verbundenheit mit der Agentur und ihrer guten Freundin Kelly. Das ist eine wirklich große Sache für Meghan. Sie meint, dass sie nicht mehr viel Geld an eine externe Firma zahlen muss, um PR für sich und Harry zu machen, wird ein Insider in der Daily Mail zitiert.